Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zu den komplexen Zahlen. Das Thema ist Umrechnung von der kartesischen Form in die Polarform. Die kartesische Form ist z gleich x plus i mal y oder wie gesagt plus j mal y oder plus y mal j oder plus y mal i. Das ist hier völlig wurscht, wie man das schreibt. Hauptsache man hat hier das i bzw. das j als Markierer für den imaginären Anteil und dann ist das schon die kartesische Form. Die polare Form lautet jetzt z gleich r mal, und jetzt kommt hier cis phi. Kommen wir gleich noch zu. Cis ist eine Abkürzung, das schreibt man länger, r mal Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Und zwar hier in Klammern, so. Gut. Jetzt wollen wir also wissen, wie wir das Ding hier in diese Form umwandeln können. Dazu gucken wir uns das Teil hier erstmal an und stellen fest, hier haben wir den x-Teil auf der reellen Achse und hier haben wir den y-Teil auf der imaginären Achse. Jetzt kann man sich ja hier angucken, okay, dieses rechtwinklige Dreieck hier, da haben wir hier die imaginäre Zahl in x und y, mit x und y Komponente. Und jetzt kann man sich hier angucken, dass hier ein Winkel ist. Diesen Winkel nennt man gerne Phi. Und dieser Winkel in diesem rechtwinkligen Dreieck lässt sich ja jetzt zum Beispiel bestimmen als Cosinus Phi, ist ja Ankathete durch Hypotenuse. Die Hypotenuse ist dieses Ding hier und dieses hier ist die Ankathete. Also ist gleich, diese Länge hier ist ja x geteilt durch, und dieses Stück hier, das nennt man jetzt entweder den Betrag von z oder r. Also ist Cosinus phi gleich x durch r, also durch diese Hypotenuse dieses rechtwinkligen Dreiecks. Man kann natürlich auch sagen, Sinus phi ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Und die Gegenkathete, die Länge von hier nach hier, ist die gleiche Länge wie von hier nach hier, also ist das y durch auch wieder die Hypotenuse r. Oder man kann da auch gerne den Betrag von z statt r sich denken. Jetzt lässt sich dieses hier natürlich immer umformen, diese beiden Gleichungen hier, wenn wir das mal r und in diesem Fall dann auch nochmal durch Cosinus phi teilen, dann kommt da raus, nehmen wir mal ruhig das Ding hier nochmal weg, das ist jetzt nur als Beispiel, das kann man mit dem Sinusteil auch machen, dann steht da r ist gleich x durch Cosinus phi. Es gibt allerdings natürlich noch eine andere Art und Weise, wie wir r ausdrücken können, denn r² ist ja, weil das ein rechtwinkliges Dreieck ist, x² plus y². Und wenn wir daraus die Wurzel ziehen, dann ist r gleich Wurzel aus x² plus y². Wenn wir jetzt also nachher r rauskriegen wollen, können wir das entweder hier mitmachen oder mit einer von diesen anderen beiden Formeln. Gut, was können wir noch sagen? Wir können den Winkel rausfinden, denn wenn wir eine komplexe Zahl gegeben haben, bei dem wir x und y kennen, zum Beispiel nachher geht es los mit z gleich 4 minus 2i, dann ist x ja gleich 4 und y ist minus 2, dann können wir auch sagen, dass der Tangens von phi gleich Gegenkathete durch Hypotenuse, Gegenkathete durch Ankathete, y durch x ist. Und wenn wir phi rauskriegen wollen, müssen wir natürlich hier umformen, Arcus Tangens bilden, dann steht da phi ist gleich Arcus Tangens von y durch x. Wobei man da gucken muss, dass sich das jetzt auf diesem ersten Quadranten und im vierten Quadranten gilt. Und in diesem Fall haben wir natürlich hier den ersten Quadranten, den zweiten Quadranten, den dritten Quadranten und den vierten Quadranten. Das heißt, für dieses Beispiel 4 minus 2i stimmt das tatsächlich. Und da schreibe ich deswegen mal hin, erster und vierter Quadrant. Im zweiten und dritten Quadranten gilt phi gleich Arcus Tangens von y durch x, ups, machen wir hier ruhig Klammern drum, plus 180 Grad. Aber dazu kommt, wie gesagt, auch noch ein Beispiel mehr. Jetzt sind das hier, sind tatsächlich die Sachen, die wir unbedingt brauchen. Die kann man sich also jetzt als Vokabel schon mal reinziehen. Und jetzt kommt nachher gleich ein Beispiel, an dem wir diese Sachen dann erproben wollen, sozusagen.
Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Du kannst gerne noch Nachfragen stellen und ja, Hauptsache, du freust dich dabei, stammeln sie jetzt und hier ist noch das Schild, in dem ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.